Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Studierende, Herr Schultheiß hat ja bereits einen historischen Überblick gegeben und Herr Berger die Geschichte des Antrags dargelegt. Da muss ich jetzt nicht alles wiederholen oder den Antrag erklären. Der Antrag ist vielleicht auch durchaus überholt, aber überholen wird die CDU hier niemanden mehr mit, denn der Antrag kommt hier jetzt an dieser Stelle viel zu spät. Klar ist aber auch, ob der Antrag Druck ausgeübt hat, lasse ich an der Stelle mal offen. Und dass es diesen Effekt natürlich gibt, das wissen wir. Der Antrag ist jetzt passé, weil die Landesregierung gemeinsam mit dem Bund den Hochschulpakt 3 aufgelegt hat, indem er den Ausbau von Masterplätzen bereits beschlossen hat. Insgesamt sollen 60.000 neue Masterplätze bis 2020 entstehen und Frau Seidel sagte 65.000, da hat er dieses Programm auch bereits ausreichend erläutert. Die Erhöhung bedeutet allerdings keine Masterplatzgarantie, so wie wir sie fordern. Es gibt keine Garantie für alle Studierenden und diese Studierenden sind übrigens der Einsicht, wie viele Wirtschaftsvertreter zur Einsicht gelangen, dass der Bachelor-Titel allein keinesfalls ausreicht, um die den Master deshalb mit nächsthöheren Abschluss anstreben. Die Aussage eines Personalers, wenn sich jemand bewirbt, der dann nur den Bachelorabschluss hat, dann frage ich mich natürlich, warum hat er sie das Studium abgebrochen? Diese Aussage sagt viel über die Absicht und dann auch die Realität bei Bologna aus. Und Frau Freimuth hat es bereits gesagt, jetzt Nachfrageverhalten wurde falsch eingeschätzt, weil eben der Bachelor, es ergänzt sich, der Bachelorabschluss nicht das ist, was er sein sollte. Und auch hat Frau Freimuth bereits angedeutet, hierzu kommt, dass die Mittel jetzt hier nicht verstetigt sind, sondern wieder nur Programmmittel sind. Wir wissen, auch die besten Programme laufen irgendwann aus. Das bedeutet, dass nach 2020 nicht klar ist, ob es die Finanzierung weiterhin geben wird. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass wir bis 2020 wieder zu Diplom und Magister zurückkehren und der Masterabschluss muss deswegen auch zwingend ein Erfolgsmodell werden. Ich meine, dass der Bachelor nun über den nötigen Glanz verfügen muss. Es muss ihm der nötige Glanz verliehen werden. Vor allem aus der Fragestellung heraus, wie können wir qualifizierten Nachwuchs für die Forschung und die Wissenschaft gewinnen? Und nichts verleiht dem Bachelor so viel Glanz und auch Berechtigung wie die Masterplatzgarantie. Es müssen genügend Masterplätze zur Verfügung stehen. Wir sehen da zwar mittlerweile Teilerfolge, begrüßen auch das Verhandlungsergebnis, aber wir stellen eine andere Frage. Stellen wir eine andere Frage, dann reichen die Plätze schon rechnerisch nicht mehr aus. Die Frage lautet, warum sollen Studierenden, die bereits 2 Jahre studiert haben, sich weiterqualifizieren möchten und den Masterabschluss anstreben, warum soll denen gesagt werden, wir haben keine Studienplätze mehr für euch, verlasst die Hochschule, hier ist kein Platz mehr für euch. Das geht so nicht. Aus Piratensicht sind sie gegenüber den Studierenden, die keinen Masterplatz bekommen, aber daher weiterhin der Pflicht zu erklären, warum ausgerechnet an diesem Punkt, also nach Erwerb des Bachelors, ihr Recht auf Bildung enden soll. Ich finde es fahrlässig in einer Arbeitswelt, die möglichst hohe Qualifikation voraussetzt, vielen Studierenden aus haushalterischen Gründen die Chance zu verbauen. Na gut, das ist eine grundlegende Frage, auf die Sie, Frau Ministerin, antworten müssen. Eben sprach ich von Programmtiteln. Bevor hier Missverständnisse aufkommen, das Programm ist erstmal okay. Es ist allerdings halt nicht perfekt. In der Anhörung haben besonders die Fachhochschulen im Ausbau der Masterkapazitäten einen Vorteil ausgemacht, da sie ihren Forschungsanteil dann deutlich erhöhen können. Interessant ist der Aspekt des Übergangs zwischen Bachelor und Master, wenn der Hochschultyp gewechselt wird. Dazu hat Professor Sternberg von der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen Folgendes gesagt. Bei diesem Übergang zwischen Hochschultypen darf es nicht um den Hochschultyp gehen. Es muss um die fachliche Qualifikation gehen. Es ist durchaus in Ordnung, wenn man für einen Masterstudiengang gewisse Zugangsqualifikationen fordert. Das darf aber nicht davon abhängen, an welchem Hochschultyp man den Bachelorabschluss erworben hat. Es gilt umgekehrt natürlich auch für die Fachhochschulen. In diesem Zusammenhang kann man diskutieren, wie viel Volkswirtschaft ein Bachelorabsolvent der Betriebswirtschaft kennen muss, damit er einen Masterstudiengang an den Universitäten machen darf. Das unterschreibe ich so, Zitat Ende. Ich finde, auch diese Form der Diskriminierung muss endlich angegangen werden. Aber das ist natürlich nicht Sache dieses Antrags hier in diesem Sinne. Wir haben den Antrag im Ausschuss abgelehnt.
Ich empfehle dies auch heute so zu tun, weil er eben überholt ist, sich überlebt hat und klassisch das Thema verfehlt. Vielen Dank.